Die Entwickler haben einen neuen Sims Delivery Express veröffentlicht, mit dem das wohl bisher interessanteste Szenario ins Spiel gebracht wurde. Die Pflanzen-Sims erhalten nämlich wieder mehr Aufmerksamkeit. Außerdem teile ich eine Vermutung mit euch, was hinter der ebenfalls hinzugefügten Frisur stecken könnte. Bevor wir aber mit dem neuen Szenario starten, wurde mit dem neuesten Sims Delivery Express Inhalt eine neue Frisur ins Spiel hinzugefügt. Diese ist mittellang und hat einen bunten, knalligen Haaransatz, die ebenfalls für Kinder und Kleinkinder bereitsteht. Das ist aber nicht alles, was es zu dieser Frisur zu sagen gibt. Ein wenig auffällig ist nämlich, dass die Frisur aus dem Spiel extrem der von Dua Lipa, eine britische Popsängerin, ähnelt. Diese Auffälligkeit ist auch einigen Simmern aus der Community aufgefallen, die von Simguru Bat, der EA-Konzeptartistin, die die Frisur erstellt hat, nur mit einem Smiley kommentiert wurde. Normalerweise machen die Entwickler nie so genau Frisuren von Promis oder real existierenden Personen nach, weshalb ich eine Theorie aufgestellt habe. Könnte es sein, dass wir bald wieder ein neues Sims Festival im Spiel, ähnlich zum letzten Jahr, erhalten, in dem vielleicht Dua Lipa ebenfalls auftreten würde? Für das Update aus dem Juni 2021 wurde ebenfalls exklusive Objekte erstellt, die die Künstler auch in echt so getragen haben. Bestätigt wurde hier nichts, vielleicht ist meine Theorie also auch falsch. Ob hier etwas dran ist, werden wir wahrscheinlich Anfang Mai sehen. Ich halte euch hierzu natürlich ebenfalls auf dem Laufenden. Weiter haben wir das neue Pflanzen-Sim-Szenario ins Spiel erhalten, welches dauerhaft ins Spiel hinzugefügt wurde. Die Pflanzen-Sims wurden schon im Jahr 2017 hinzugefügt, allerdings rückten diese nach Ende der Herausforderung ganz schön in den Hintergrund. Jetzt sind diese wieder da und das Szenario ist mit ein paar verschiedenen Aufgaben verknüpft. Wenn ihr euren einzelnen Sim erstellt habt, erhaltet ihr von Anfang an die verbotene Frucht ins Inventar der Sims. Nachdem ihr diese gegessen habt, erhaltet ihr die besondere Pflanzen-Sim-Fähigkeiten und könnt die kleinen Aufgaben wie beispielsweise sich 99 Mal um Pflanzen kümmern, 25 Mal Photosynthese betreiben, das Wasserbedürfnis befriedigen oder eine Pflanze perfekter Qualität abernten, abarbeiten. Ich finde es gut, dass die Entwickler diese Kreaturenart wieder richtig ins Spiel zurückgebracht haben, die auch schon in den Vorgängern eine größere Rolle gespielt hat. Und es gibt Neuigkeiten zur Zukunft der Sims. Im kürzlich veröffentlichten Promo-Video vom Entwicklerstudio Maxis, welches hinter den Sims steckt, wird ebenfalls ein wenig erwähnt, was die nächsten Pläne sind. So wird unter anderem davon gesprochen, dass es Zeit wird, die nächste Revolution anzudeuten. Anscheinend arbeitet Maxis derzeit noch parallel an einem ganz neuen Franchise, welches vielleicht dann schon in der nächsten Zeit vorgestellt wird? Die Sims 5 scheint es wohl nicht zu sein, da in einem anderen Blog-Eintrag aus diesem Monat schon geteilt wurde, dass wir noch Jahre neue Inhalte für die Sims 4 bekommen werden. Es ist extrem schwierig, hieraus abzuleiten, wann wir mit neuen Inhalten rechnen können. Ich fand es aber spannend zu erwähnen, dass jetzt auch die Entwickler die Vorfreude auf die Zukunft anheizen. Übrigens könnt ihr aktuell bei Instant Gaming ein Pack nach Wahl gewinnen, schaut aber auch so in der Beschreibung vorbei, wenn ihr auf verschiedene Packs ordentlich sparen wollt. Was denkt ihr über die neue Herausforderung und wie realistisch schätzt ihr meine Sim-Festival-Theorie ein? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.